Hallo und willkommen zurück bei Sonic & Knuckles mit 27 mageren Leben, das ist ja fast gar nichts, in Zone 11 von insgesamt 14 übrigens. Sie heißt jetzt Hidden Palace Zone und wird wahrscheinlich nicht leichter als die vorigen. Das kann ja heiter werden, sage ich nur. Und ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, was dieser... Was ist denn das da unten, dieser Muskel-Sonic oder was das da sein soll? Was der heißen soll. Habe ich sowieso null von. Naja, was soll's. Wir gehen direkt rein. Ich meine, Hidden Palace klingt jetzt per se erstmal nicht so schlimm, ne? Erstmal sieht's genauso aus wie die vorige Zone. So vom Anfang her. Wo kommt die erste Gefahr? Ist die Musik nicht auch... Hey! Ist die nicht auch gleich geblieben? Okay. Na gut, bisher passiert ja nichts. Doink. What the fuck? Ich muss auch mal sagen, ich kann mich natürlich immer weniger... Was ist das da im Hintergrund eigentlich? Immer weniger dran erinnern, wie das so war. Also ich bin mir eigentlich noch irgendwie sicher, das damals mal durchgespielt zu haben, aber wahrscheinlich genau einmal. Nein, kein Roboter. Ey! Hallo? Der ist doch komplett in der Unterzahl gewesen. Da war zweimal Jackpot. Frechheit. Mich beschleicht auch so ein bisschen das Gefühl. Die Bonusrunden im Verlauf des Spiels immer geiziger werden. Das ist so eine Sache, wie ich mir das noch erklären kann, dass es jetzt irgendwie nicht mehr so gut läuft. Selbst in der... Hallo? Schon wieder nichts gegeben. Selbst in der es hier immer gut lief oder noch einigermaßen gut. Insofern gehen mir natürlich auch die Chancen aus, hier was zu holen. Nee. Wenn man dann endlich mal wieder in der Mitte ist, dann passiert nichts. Ah, toll. So, 14 Ringe. Wie viel hatte ich vorher? 14. Keine Ahnung. Oh, was ist denn hier? Sind hier überall so eine Teleportationsdinger versteckt oder ist das nur Hintergrund? Ist nur Hintergrund. Apropos, ich laufe auch hinter dem Ding jetzt lang. Ach, Knuckles wieder. Knuckel. Ja, super, genau in dem Moment. Habe ich ja toll hingekriegt. Na komm, versuch's nochmal. Ich hau dich jedes Mal wieder weg. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt. Ey. Ich glaube, ich muss ihn von unten treffen. Oder so. Beim vorletzten Mal habe ich wohl seine Fäuste erwischt. Wenn das jetzt schon der Zwischengegner war, dann ist die Zone eher kurz. Jetzt läuft er automatisch. Ach, hier sind wir. Da, wo ich schon meine drei Emeralds vom Anfang hatte, ne? Oh, jetzt sieht's aus. Also, ich mache hier nach wie vor nichts, aber... So. Oh, der Arme. Aber jetzt kommt der Moment, wo Knuckles sich, glaube ich, auf meine Seite schlägt. Oder? Hallo. Was nun? Ja. Okay. Gehen wir da lang. Ach, das war ja mal kurz. Okay. Nehmen wir natürlich die nächste Zone direkt mit in die Folge mit rein. Sky Sanctuary Zone. Okay. Musste ja wieder kommen, sowas. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Die kommen doch hier gleich angeflattert. Und ich habe keine Ringe. Ich möchte hier nicht so wirklich weiterlaufen. Ja. Dankeschön. Hui. Oh Gott. Hätte fast die Stacheln übersehen. Endlich wieder Ringe, wollte ich nämlich sagen. Was waren das da gerade? Da ist doch was hochgeflogen. Naja, gut. Okay, habe ich natürlich eine Menge verpasst.
bisschen zurückgehen wird man ja nochmal dürfen. Nein. 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 Wo kann ich da? Und da kann ich hoch. Sehr lustig. Doink. Ah, es lohnt sich. Okay. So, gehen wir hoch. Denken sich doch immer wieder lustige Sachen aus, um die Sprungfedern mal... Oh, schön, ein Springbrunnen. Um die Sprungfedern mal wieder etwas zu variieren. So, da gehe ich jetzt nicht weiter, da ist nichts. Okay. Ja, super. Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist ja bescheuert. Also da geht man so weit wie möglich nach oben. Um dann aufgrund eines Abgrunds zu sterben. Das ist doch... Das ist doch mal blöd. Sag mal selber. Gut. Nicht frech werden hier. Gut, gehen wir einfach den unteren Weg. Was soll's? Der untere Weg ist der obere Weg. Toll. Und jetzt? Ach, man sollte hier hoch. Na super. Ah ja, hier. Nicht nochmal, nicht nochmal. Ja, weiß ich nicht, wenn jetzt hier mal was käme. Ich liebe sie, die Zonen mit Orientierungsschwierigkeiten. Okay, kann ich doch hier irgendwo stehen? Ja, gut, okay. Muss man ja auch erstmal checken. Ich drehe noch eine Runde. Hui! Ups! Mann! Ah, Schnauze. So. Nein. Ach, man kommt aber auch nicht um die rum. Aha. Ah ja. Hey, wir hatten uns ja auch lange nicht mehr. Die Geschichte kommt mir relativ bekannt vor. Trotzdem stelle ich mich gerade doof an. Aha. Es läuft anders als in der ersten Green Hill. Oh, komm her. Komm. Nein. Ich weiß, sowas könnte ich kotzen, echt. Natürlich. Ich fange nochmal von vorne an. Unnötig. Unnötig. Wir wissen doch, wo wir hier langlaufen. Komm. Sogar keine einzige Laterne gehabt? Kann ja wohl nicht wahr sein. Na komm, schieß. Okay, eigentlich war ich noch gar nicht weit gekommen, ne? So, jetzt hauen wir da mal gleich von Anfang an drauf. So. Eine ganz komische Physik, diese Kugel. So, achso. Ah, nicht schon wieder. Hehe, Edgy Badge. So.
Oh, komm ich da hoch? Wenn ja, wie? Kommt, gebt mir mal wieder irgendwas in so einer Bonusrunde. Nein. Diese blöden, dunklen Blasen. Immer wenn man sich das extra holen will. So, so, so. Und noch ein Leben bekommen. Hat sich auch mal wieder bitter nötig. Will da nicht so hoch. Obwohl, will ich da vielleicht hoch? Mal gucken, was da kommt. Ein Trampolin. Ja. Nee, ich will eigentlich gerade mal die Hülle behalten. Echt hilfreich mit dem Doppelsprung. Ups! Die habe ich ganz übersehen. Oh! Hoppala! So. Ach, er wieder. Sag mir mal, wie ich dich beim ersten Mal kriegen soll. So, genau, jetzt einmal waagerecht. Das ist jetzt ein bisschen Boss-Recycling, ne? Das war irgendein Boss aus Sonic 2. Also die Hülle ist hier gerade Gold wert. Jetzt kann ich hier schön rüberspringen. Jetzt machen wir das auch ganz in Ruhe und riskieren nichts. Das war der Unterwasser-Boss aus Sonic 2, ne? Plop. Irgendwann zum Schluss kann ich es mal riskieren, wenn er auch ein bisschen weniger Schutz hat, aber jetzt mache ich das noch ganz in Ruhe. Vielleicht auch mal zweimal treffen. Zweimal. Hat er nur noch einen Schutz. Da kann ja wohl nicht mehr so viel passieren. Das habe ich einkalkuliert. So. So, immer wenn einer hier im Vordergrund so lang geflogen ist, heißt es wahrscheinlich, dass er ja hier gleich auftaucht. Oh, einer fehlt noch. Den hole ich mir jetzt erstmal in der Bonusrunde. Nein! Wäre es doch bloß die andere gewesen. Na komm, hier, gib mir 10 Ringe. Das ist mir ja noch nie passiert. Von unten. Gegenknallt. Oh, jetzt habe ich die blöde Feuerhülle, da muss ich ja aufpassen. Dass ich nicht aus Versehen den Doppelsprung mache, denn sonst haut's mich sonst wohin. Oh, da war was. Da war was Gefährliches. Ja. Habe ich erstmal mein Leben wieder. Wunderbar. Ich glaube, ich kann da oben stehen. Ich bleib jetzt mal hier stehen. Ach, so geht das. Ah. Hui. Oh, oh, oh. Hier ist nix. Geh immer ganz außen rauf, dann habe ich den meisten Schwung und bin am nächsten dran. Lieber nicht. Sieht man nur so aus, als wenn es hier oben lang geht, ne? War ich nicht vorhin da unten? Ach nee. Guck. Nochmal 10.
Ups. Ist hier noch was? Nein. Das ist so asozial, echt. Ja, komm, was willst du denn jetzt hier noch? Hä? Ach so. Ah. Aha. Wie auf einer Murmelbahn. Moment, kann ich noch zurück? Nein, jetzt sowieso nicht mehr. Oh nein, nicht wieder der. Ich meine, er ist es ja schon die ganze Zeit, aber... Kann man den auch mal irgendwann treffen? Ja, so. Nee, lieber nicht. Immer nur den einen Ring sammeln. Immer nur den einen Ring. Macht aber auch ein Gezappel. Kann mich noch nicht so recht auf seinen Rhythmus einstellen. Eieiei, Glück gehabt. Von hinten auf die Stacheln drauf. Meine Fresse. So. Ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie eine komische Folge mit einer kurzen Zone und einer normalen Zone und trotzdem bin ich noch gerade mal bei einer Viertelstunde, bei einer guten. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache. Also gerade mache ich gar nichts, er läuft wieder automatisch. So, jetzt sind wir, haben wir wieder das Death Egg erklommen. Und so heißt auch die Zone, aber die mache ich erst beim nächsten Mal, sonst wird das jetzt hier vielleicht eher zu lang. Ist jetzt ein bisschen kurz, die Folge, aber hey, zwei verschiedene Zonen gezeigt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.